So, dann bauen wir mal weiter. Was brauche ich denn? Holz und Stein. Bretter auch. Und Stamm. So, jetzt bin ich überladen. Okay. Gut. Sehr schwer überladen. Ein paar Tagen ist schon wieder Winter, gell? Ui. Unser zweiter Winter. Da können wir ja wieder nicht viel machen. Wir könnten noch mal Zinn sammeln gehen. Jagen müssen wir eigentlich nicht. Tagezeit. So, keine Bretter mehr. Alles leer. Immer noch mal Holzstämme. Und herstellen können wir noch. Das ist zu viel. So. Stimmt, herstellen. Ah, wir müssen noch mit meiner Angebeteten heute reden. Frag mich ab, wann die bei uns einzieht. So. Wo fehlt noch ein Holzstämmli? Da. Hier rein. Und dann brauchen wir Steine. Können wir erstmal das wieder reinlegen? Ich könnte den Hammer und die Spitzhacke weglegen. So. Hammer, Spitzhacke. So. Dann gehen wir erstmal in die Küche. Oder wir holen erstmal Eier und Wasser.
Eier und Wasser. So. Dann zwei Schüsseln und 10, 20, 21 Mehl. So. Machen wir erstmal hier das. Huch! Würzen. Zack, fertig. So, dann hier ein bisschen Ladengut. So. Irgendwann wird es sich lohnen, hier die ganze Zeit jemanden stehen zu haben, der Fladenbrot machte. Ich denke mal, so viel Mehl, wie wir jetzt haben. Ha. Ich will jetzt erstmal mit den Bewohnern auskommen, die ich habe. Ja, wir haben ja dann auch bald ein Kind und eine Arbeitskraft weniger. Das heißt, ja. Aber wir haben genug Arbeitskraft. Wir haben ja schon vorgesorgt. Und selbst produzieren ist ja auch nicht schlecht. Brauche noch Produktionspunkte. So. Wir haben es fast. So, jetzt. Perfekt. Ah, heiß. So, jetzt esse ich auch mal was. So. Muss mein Vorrat wieder auffüllen. Werkstatt 2. What? Jawoll. Gebäude, nee. Moment, hier. Werkstatt 2. Oh, die will ich haben. Die muss ich. Soll ich die hier daneben machen? Boah, das sieht eigentlich nur noch so hingeklatscht aus. Ich muss es echt schöner machen. Aber. Das kommt noch. Schöner machen kommt noch. So. Ich habe meinen Hammer abgelegt. So, hab ich schon was gegessen. Sieht immer nie so aus. Trockenfleisch, das da. Mal wieder 20 mit. Reicht wieder für 2-3 Tage. So. Oh, da ist ein Ei. So. Eimer. Ich könnte eigentlich noch die Komposte voll machen. Da müssen wir noch ein bisschen sammeln. So, dann Fladenbrot da. Oh. Ist schon voll. Okay. Nächster Korb. Ist natürlich nicht schlecht. Das sind unsere Verkaufskörbe. So, da sind wieder Eimer drin. Kann er wieder auffüllen. So. Ach,
Hammer. Dann können wir jetzt nämlich endlich aus dem Ton was machen. Holzhammer. War das der? Dann nehmen wir erstmal den Holzhammer und dann den Kupferhammer. Den Holz. So. Brauch bestimmt Steine, ja. 10 Steine. Wir haben doch noch keine Steine gesammelt hier. Ja, ein Stein. Wow. Wow. Ich muss Steine sammeln. So. Moment. Guck mal kurz. Ich will einen Stein. Stein? Ein Stein, gut. Stein? Okay. Steine verstecken sich immer so. Und eigentlich sind hier noch genug. 10 reicht. Okay. So. Zack. Holzstämme. Ja, alle gehen nicht. So. Oh. Knackt da der Hammer weg. Sechs, zwölf, 18, 24. Weiter brauche ich. Gab's nicht auch noch den 2500 bauen, okay. Ich glaube, die hat noch keine 24 Bretter gemacht, ne. 6 Stück hat's noch. Das müsste eigentlich reichen. So. So. Wo sind meine Angebetete eigentlich? Wislaba! Ah, hallo. How are you? Ah, und ihr? Wie geht's dir, meine Schöne? So eine Liebe habe ich noch nie gefühlt. Angst. Hm. Beste Mittel gegen eine Erkältung, immer den Sud aus Hühner genommen. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Garant für Plus. Hühnersuppe. Manche finden das abscheulich, keine Ahnung warum. Nein, glaube ich nicht. Hast du dir jemals gewünscht, nicht intelligent zu sein? Nee. Du bist einer der klügsten Menschen, die ich kenne. So eine Liebe. Viele Leute reden über Bauern. Plus 11. Oh, ja. Okay. Okay. Okay, okay, okay. So long. Das ist gut. Das ist gut. So, jetzt muss ich sie mal kurz vertreiben. Kurz paar Bretter klöppeln. Mhm.
Der Hammer ist auch bald hinüber. Ja. So. Dankeschön. Kannst wieder arbeiten gehen. So. Gleich haben wir's. Jawohl. Ja, Töpferscheibe. Ja, okay. Eigentlich können wir die alte Werkstatt abreißen. Tonschale. Zwei Ton. Ein Ton für Tonbecher. Ich guck gerade nach dem Preis. Tonkanne 3 Ton. Tonkrug 2. Tonflasche. 4 Ton. Tonfläschchen. Weinflasche 6. Metflasche. Bierflasche. Tonvase. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Tonkrug. Und Tonkanne. Oder Tonschale. Huch. Ich würde sagen, wir fangen mit der Tonschale an. Kaufen wir mal. So. So. Ton. Und der Ton nämlich auch wieder ein bisschen. Gucken, wie lange das dauert. Ich mach mal eine. Okay, dauert schon eine Weile. Zack. Okay, wir machen mal ein paar. So. Eine Minute, ja, klar. Können wir mal machen. Alles, was Geld bringt, wird gemacht. So. Schön. So. Ich sage, machen wir hier den restlichen Ton rein. So. Können wir hier Tonschalen reinmachen. Wie viel bringt ein Ton eigentlich? 0,4. Ja, gut. Das ist gut, wenn wir den weit verarbeiten.